Hallöchen Freunde, ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Aufnahme Let's Play ja, Dark Souls. Aber wieso sage ich das eigentlich mal? Hm, ist komisch. So, ich habe mir gerade viele Sachen überlegt. Eine ist zum Beispiel, was machen wir als nächstes? Ich laufe jetzt gerade schon wieder falsch. Na, das ist ja super. Fängt das schon toll an. Wir wollen nämlich jetzt einen kleinen Boss töten. Wer hätte das gedacht? Mann, wir gucken hier gerade Dark Souls, ja, wir gucken gerade, wie Metas spielt und wir kriegen gesagt, dass er einen Boss legen möchte. Und was geht's denn in Dark Souls? Darum, Bosse zu schnetzeln. Und somit gehen wir auch gleich mal los. Wir brauchen 20.000 Seelen, denn wir hatten beim Schmied gesehen gehabt, da gab es so ein komisches Wappen und das wäre zum Beispiel eine richtig geile Sache, so ein Wappen, sich das Wappen da zu holen. Jo. Und davor gibt es natürlich so, wo kriegt man am besten Seelen? Ich würde mal sagen, von Bossen. Ja. Und ich habe mir schon einen ausgeguckt gehabt. Wir haben es ja einmal probiert gegen die Hydra, aber jetzt möchte ich es noch ein weiteres Mal probieren. Ob wir diese schnetzeln können oder nicht. Hatten wir eigentlich jetzt dort mittlerweile das, dieses komische Funkelvieh bekommen? Das weiß ich gerade gar nicht. Das müsste doch eigentlich dann schon da vorne funkeln, wa? Wenn wir es noch nicht bekommen hätten. Ah, okay, das haben wir anscheinend schon. Super. Aber hier unten hängt ja gerade noch diese Hydra rum. Ich hatte es eigentlich schon in der vergangenen Aufnahme versprochen gehabt, diese zu legen, aber dann machen wir es erstmal heute. So. Schon mal vorab gesagt, das schwierigste oder das größte Problem bei diesem Vieh ist, erstmal heranzukommen. Ja, und das ist die ganze Problematik. Wie kommt man an ein Vieh ran, das die ganze Zeit in einem Wasserloch hockt und da nicht rauskommen möchte? Ja? Ich bin gespannt, ob wir es hinkriegen. Ich habe schon mal ein bisschen rumprobiert, bin leider gescheitert. Aber ich habe mir eine Theorie zurechtgelegt, die ich jetzt bloß noch, ja, zur Wahrheit, also aus der Theorie soll jetzt, beziehungsweise aus einer Hypothese, die ich aufstelle, ja, möchte ich jetzt etwas kredenzen, ja, es auch für wahrhaftig definieren, ob dann mein Plan wirklich so funktioniert. Denn das Vieh, das schleudert uns doch immer diese komischen Wasserbälle entgegen und wenn wir von denen getroffen werden, sterben wir. Das ist die erste Problematik. So, aber ich sag mal, wenn wir hier gegen Bäume und so einen Scheiß schlagen können, warum sollte das bei dem Ding da was anderes sein? So, deswegen würde ich einfach mal sagen, hier, ihr Kristallwesen, kommt mal her. Wir brauchen erstmal hier ein bisschen Ruhe. Oh, Two-Hit, wa? Geil. Oh, oh. Da schießt das Vieh schon. Frame-Einbruch for the win. Geil. Ja, ich weiß nicht, was das Problem mit dem Spiel ist. So. Ja. Bam. Ba. Das war aber frech jetzt. So. Two-Hit. Wir brauchen noch ein bisschen Funkeltitanit. Ja, genau das habe ich mir nämlich überlegt, weil hier rechts sind verdammt viele Bäume. Da habe ich mir nämlich so überlegt, hey, Programmierer bauen die Map meist nicht aus Unbedacht. Na bitte. Nein! Boah, ausgewichen. Zack. So, das Vieh da hinten, kommt das auch noch? So, komm. Komm, 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 komm. Und zack, zack. Nein! Da hat es uns einfach mal ordentlich ihr mitgegeben. Aber nicht mit mir. So. Jetzt überlegen wir erstmal, können wir vielleicht noch einen besseren Ring anlegen? Erst einmal. Verstärkt Balance. Verstärkt Fluchresistenz. Verstärkt Verteidigung, wenn TP gering. Kein Verlust bei Tod. Gewährt zusätzliche Zauberei-Slots. Nehmen wir mal den blauen Ring, wa?
Sollte es wirklich hart auf... Sollte es ganz hart sein, ne? Go, 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 go! So. Leider haben wir ja hauptsächlich nur eine Nahkampfwaffe. Yeah, Baby! Genau das dachte ich mir. Leider haben wir hauptsächlich eine Nahkampfwaffe. Und wir müssen somit auch in den gefürchteten Nahkampf gegen das Vieh. What the fuck? So. Oh ja, Baby. So. Kann das nicht mal beißen? Ich dachte mir, das soll beißen. Ja. Na, okay, komm. Ja! Geil. Wir haben den ersten Kopf erledigt. Ja, genauso wollte ich das. Ich habe das nämlich in einem Forum gelesen gehabt, ja, von wegen, versucht die Köpfe abzuschlagen. Und somit, blieb eigentlich nur der einzige Weg übrig, von wegen, laufe an das Ding heran. Aber die Frage war dann nach wie vor, ne? Wie kommt man denn an so einer Hydra ran? Wenn es die ganze Zeit mit Wasser schleudert. Das ist so geil, ja. Nein! Umso weniger Köpfe sie hat, umso weniger Wasser kann sie schleudern. Aber auch geil, wie da diese Stümpfe sind. Nein! Nein! Ja! Na bitte! Haha, einen weiteren Hals abgeschlagen. Ich fühle mich jetzt gerade echt wie Perseus. Ja! Noch erwischt! Ja! Yeah! Weg, 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 weg! Hinter den Stein! Woo! Oh Gott, Baby, ja, wir sind so geil. Moment. Jetzt können wir ja rein theoretisch. Okay, das sind jetzt nur noch die rechtsbündigen Köpfe. Halt, Moment, dann möchte ich doch einfach mal hier. Komm! Ja, Baby! Weiteren Hals! Komm! Ja! Alter, kannst du mal stillhalten? Ich überleg mir jetzt einfach mal auf die Hyra so zu ballern. Alter, ich treffe das viel in keinster Weise. Okay, der Pfeil wäre eigentlich voll in dem Vieh eingeschlagen, aber nun gut. Komm her. Ach, Gnarf, Alter. Ich kann ja auch einfach mal... Ja! Drachenstein, super! Und ein Dusk-Kronenring! Geile Sache! Geile Sache, Freunde! Dann hätten wir das zumindest erstmal erledigt. Dieses Vieh war ja doch einfacher als gedacht.
Bloß bin ich leider das erste Mal blindlings in den Tod reingerannt, aber 5000 Seelen hat das Ding nur gebracht. Das ist natürlich nicht so schön. Aber nun gut. So. Und dann haben wir da noch mal eine Ritterrüstung bekommen. Ist auch nett, aber halt nicht so geil. So, warte mal. Was haben wir hier noch? Geil. Frame-Einbruch. Ah, okay, hier haben wir noch eine Leiter. Also so sieht hinter der Hydra aus. Eine dicke Leiter. Und was haben wir hier? Hier ist kein Abgrund. Ich hab voll Schiss, Alter. Aber so wie ich die Dark Souls Programmierer einschätze, glaubt, dass hier noch was ist. Ah, wusste ich's doch. Hier hinten ist noch eine Kiste. Ist mir auch klar gewesen, dass die hier nicht ohne Grund ist noch. Ne, das ist keine Kiste. Ist mir auch klar gewesen, dass die nicht ohne Grund hier noch die Möglichkeit eingeräumt haben, in dem Fluss rumzuwarten. Okay, also hier ist anscheinend nichts weiter. Okay, auch wenn dieser Stein auffällig aussieht. Und das ist hier wahrscheinlich der Abgrund, wa? Nö, auch nicht. Also das finde ich ja immer verwunderlich, dass die Dark Souls-Macher hier nichts reingesetzt haben. Das ist echt ziemlich krass. Oh Gott, Alter, 11 Frames. Oh. Zum Glück hatten wir bei dem bei der Hydra ein bisschen mehr. Also ich hätte jetzt hier vielleicht noch einen Zwischenboss oder sowas hingepackt. Also so ein Alternativboss. Das ist ja echt ol. Oder eine Truhe für die Leute, die überneugierig sind. Muss ja nichts Besonderes drin gewesen sein, wie zum Beispiel eine Fackel oder sowas. Das ist ja ziemlich geil, ja. Erst recht, wenn ich daran denke, dass wir 35.000 Seelen einfach mal so, ja, verballert hatten, ja. Noch nicht mal für irgendwelche Skill-Points. Nein, das wäre natürlich ja cool gekommen. Nein, nein. Meltas muss ja einfach nur sterben. Von einem Radfahrer überfahren. Jetzt bin ich mal gespannt, wo wir hier oben hinkommen. Also ich muss jetzt sagen, weiter habe ich jetzt auch noch nicht gespielt. Weil, doch, in ein Gebiet bin ich noch gegangen. Aber dann kommt wirklich... Also, dann hört mein Wissen auf, dann bin ich komplett Blind-Modus, weil da habe ich echt keine Ahnung mehr von diesem Spiel. Ich bin bloß noch dort ins Tutorial-Gebiet zurückgegangen. Und da fechte ich immer noch mit einem, mit so einem komischen Dämon, den ich nicht bezwingen kann, weil ich bin zu schwach oder so. Und da habe ich mir gesagt, Alter, das muss doch erstmal reichen mit Kenntnis. Und dann habe ich das Let's Play gestartet und ich hoffe einfach nur... Ja, dass ich jetzt hier im Rahmen des Let's Plays diesen Dämon dann schaffen werde. So. Hier steht wahrscheinlich gleich... Ne. Okay. Also als Programmierer hätte ich da ihn hingesetzt. Habe ich nicht gerade was gehört? Seele eines Ritters... Seele eines Ritters. Gleich mal in den Safe-Modus, nicht, dass ich da durch irgendeinen doofen Zufall das Ding dann aktiviere. Feuerhüterseele haben wir auch noch.
Okay, 20.000 Seelen. Das ist so eine Sache. Den haben wir gar nicht gebraucht, den Ring. Gewährt zusätzliche Magie, halbiert jedoch die TP. So, okay. Das ist natürlich dann nicht so schön, ja, wenn unsere Trefferpunkte einfach mal halbiert werden. Ich gehe jetzt wieder auf diesen Augenring, weil man damit kleinere Versehen wieder wettmachen kann. Okay, hier haben wir eine Brücke. Hier haben wir einen Aufweg. So, ich schätze, dieses Wappen, das habe ich mir nämlich einmal gekauft gehabt, dieses Wappen, wofür wir die 20.000 Seelen brauchen, das ist ein Shortcut. Und so wie das hier aussieht, ich glaube, die Gebiete, die müssten sich dann verbinden. Aber das werden wir dann noch alles selber herausfinden. Das ist jetzt nur eine Vermutung von mir. Hallo? Oh ja, hier ist ein Baum. Hallo? Bums. Ach, die halten ganz schön viel. Die halten ja hier ein bisschen was aus, wa? Was ist denn da los? Oh ja. Aha. So ein bisschen agil heute, oder was? Dann wollen wir dich doch mal stutzen hier. Okay. So. Okay, da ist auch wieder so ein Busch. Da ist Böses im Busch. Ah. Wäre natürlich cool, wenn wir hier alles one-hitten könnten, aber man muss ja auch ein bisschen Herausforderung haben. Ah, cool. Da haben wir so einen Ledermoosklumpen mit Blümchen. Und der ist wichtig gegen dieses stärkere Gift. Da hinten kommt noch ein Baum angewatschelt, wenn er wirklich kommt. Ach so, der Frame-Einbruch ist nur, wenn ich irgendwo wieder ein neues Gebiet laden lassen würde. So. Okay, da hinten leuchtet eine Leiche. Okay, mit dem Rückhandschlag können wir die immer töten, das ist geil. Ja, also, so ein Two-Hit, nice Sache. One-Hit wäre natürlich cooler, aber kriegen wir trotzdem hin. Ach, verdammt. Nein! Ach, da war noch ein anderer Baum. Okay. Komm her, komm her. Trau dich. Hihi. Easy. Okay, noch einer. Okay, wir brauchen ein bisschen Ausdauer und Initiative. Nein! Initiative. Und. Wow! Oh Gott. Oh Gott. Okay, hier kann man mit Lila Moosklumpen farmen. Das ist doch geil, ja. Hätten wir das gewusst, dann wären wir erst hier hingegangen und dann in die Schandstadt. Moment, ist jetzt hier noch irgendwas? So wie ich mein Glück kenne, läuft dann hier irgendwo wie ein Baum an, ne? Wenn wir an der Leiche sind. Oder hier kommt ein Drache oder sowas. Apropos Drache, wir haben ja bloß verscheucht gehabt. Das wäre jetzt eigentlich so der richtige Zeitpunkt für den Auftritt des Drachen, wie er uns wegreißt. Bisher sieht es noch ruhig aus. Östlicher Helm, östliche Stulpen und Rüstung. Okay, wir haben jetzt eine östliche Rüstung und ein westliches Schwert. Ja, wie äußerten sich das? Östliche Rüstung. Schäbige Stoffkapuze, Priesterhut, Sieglermaske, östlicher Helm. 17, 6, 12, 7. Was hat unser? 16, 7, 8, 6, 14. Okay, der ist 4,5 schwer, der ist 4,7 schwer. Ey, der ist besser in Feuer. Den hätten wir vielleicht gebrauchen können gegen den Drachen. Weil unser Ritterhelm ist ja plus 1, also den hätten wir ja noch schon abgegradet. Den hätten wir ja schon abgegradet. Und den Ritterhelm
Hä? Einmal mit zu und einmal mit offen oder was? Okay. Achso, warte mal, ich mache jetzt hier nochmal den Handschuh rein. Das sollte hier irgendwo mal jemand kommen, dann können wir sagen, wir fordern dich zu einem Duell. Und dann können wir den einfach mal ins Gesicht reinschlagen und ihn zum Duell herausfordern. Jetzt nicht, dass ihr denkt, ich möchte wirklich PvP machen. Nein, das möchte ich nicht. Das habe ich jetzt bloß gesagt, weil man ja früher einen Duellhandschuh hatte, um Duelle zu machen. So, komm her. Komm her, du Arsch. Du Arschkeks. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Und zack. Bekommen wir überhaupt Leben dazu? Wie kam das gerade so vor, als ob wir gar keins bekommen? Hup. Hup. Das ist auch noch einer, oder? Ich werde jetzt, kommt hier gleich irgendwo ein Wolf oder sowas. Das fehlt eigentlich noch in diesem Spiel. Obwohl doch, es gibt ja so eine komische Hunde. Die hatten wir ja schon in der Stadt der Untoten gesehen gehabt. Da gibt es ja so eine untoten Hunde. Also ich rechne immer noch mit einem Rudel Wölfe, dass uns jetzt hier gerade dass da angerannt kommt und uns zerfleischt. So, hier waren wir. Wo war denn hier der Aufweg? Hier muss doch irgendwo der Aufweg gewesen sein. Hier, warte mal, beim Baumstamm. Halt, Moment. Genau, hier sind wir hochgekommen. Somit gehe ich jetzt einfach mal hier rechts an der Klippe entlang. Jetzt machen wir wieder dieses typische metasianische Puzzle-Schema. Wie beim Puzzeln gucken wir uns erstmal die ganzen Seiten bzw. die ganzen Ränder an. Und jetzt kommt gleich irgendwas und tritt uns einfach mal so aus dem Bild die Klippe runter. Wow! Keine Ahnung, was das war, aber es war fies. Das war echt gemein. Was war das, Alter? I have an arrow in my knee. Das ist ein Jäger oder sowas. Oh, das ist ein ziemlich krasser Jäger. Auf alle Fälle ein Bogenschütze. Hallo? Ist das einer? Oder ist das ein Baum? Ah ne, da ist ein Bogenschütze, wirklich. Ah, ist ja clever hier. Ja! Getroffen! Wow! Wow, 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 wow. Ach du Scheiße, Alter. Wieso sieht man die denn so schlecht? Der hat wahrscheinlich Tarnkappenmodus an, der Alter. Komm her! Es tut mir leid, solltet ihr es nicht so richtig sehen, weil ich sehe es aber auch nicht. Das ist jetzt bloß mal so am Rande, ja. Wow! Nur mal eine Sache so vorab, ja.
Das Vieh hat uns angegriffen gehabt. Zuerst. Ich laufe jetzt nochmal hier runter. Guck mal, ob wir hier vielleicht was töten können. Moment. Gehen wir mal hier wieder auf den Schild. Okay. Das ist natürlich richtig scheiße gewesen, da. Ne?